Hey, schön, dass du hier bist. Komm doch rein. Die Ypsiloner sind Meister im Improvisieren. Denn viele junge Menschen haben heutzutage den Wunsch, beruflich unabhängig zu sein. Mein Name ist Jan, ich bin 24, bin studierter Toningenieur, habe in dem Bereich ein ganz klassisches Studium gemacht, 3 Jahre studiert auf dem Bachelor. In dem Bereich wahrscheinlich nicht ganz so klassisch, weil es relativ viele Quereinsteiger gibt, wie in der Kreativbranche wahrscheinlich relativ häufig. Arbeite zurzeit für eine Hamburger Firma namens Musicworks. Wir machen große Teambuilding-Events. Ansonsten bin ich selbstständig, habe ein kleines Studio in Stuttgart-Leonberg, arbeite noch als Ton- und Lichttechniker in einem Kulturhaus. Und obendrauf bin ich auch noch Straßenmusiker, denn ja, mein Hobby der Musik hat mich nie so ganz losgelassen. Dann kommen die Rabauken mit Trompeten und mit Pauken und blasen auf ihren Pranker, dass sie keine kriegen kann. Denn was man nicht bekommt, das will man haben, selbst wenn man dabei sein Herz riskiert. Was man nicht bekommt, das will man haben, selbst wenn man dabei sein Herz. Ja, Straßenmusik trägt das natürlich nicht alles. Ich bin genauso am Arbeiten als Studierter wie jeder andere, aber eben in einem Bereich, wo ich eben sagen kann, das ist immer noch mein Hobby. Ja, ich reise natürlich auch sehr gerne in der wenigen freien Zeit, die ich habe, und versuche das auch trotzdem immer mit Musik zu verbinden. Und war da jetzt zuerst letztens auf Bali, davor in Amerika, und ja, es ist einfach immer irgendein Instrument mit dabei, mit einem kleinen Aufnahmegerät, um das einfach, ja, dort auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, sich kreativ zu entfalten. Genau, die letzten beiden Male war ebenfalls noch meine Sängerin vom Straßenduo mit dabei, haben dann sogar einige kleine Videos gemacht am Strand, auf der Straße, im Urwald. Und ja, weil das einfach für uns ein wahnsinnig schönes Gefühl ist, dort Musik zu machen und das später mit der Welt teilen zu können. Meine Generation ist ja schon sehr geprägt durch das Internet und Computer. Wenn man mal so zurückdenkt, ich als Kind der 90er kenne es natürlich noch ohne Computer, Internet und Handy. Die Leute, die jetzt heute damit groß geworden sind, die kennen das natürlich gar nicht mehr anders. Bietet uns natürlich auch wahnsinnige Möglichkeiten. Gerade in der Tontechnik hat sich durch Computer und ja, das Netz wahnsinnig viel getan. Hier mache ich meistens Schnittarbeiten, kleine Mixdown-Sachen, aber auch kleine Recordings, das ist eigentlich alles da, Keyboard ist da, eine Gitarrensektion ist da. Mehr braucht man eigentlich heutzutage überhaupt nicht, um zu produzieren. Ciao!